Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt auf dem Kanal. Vielleicht wird es sogar groß, denn aktuell seht ihr noch nicht, was es ist. Oder ihr könnt Russisch. Wenn ihr Russisch könnt, dann habt ihr gewonnen. Das Spiel ist leider aktuell noch auf Russisch, aber ich bin natürlich Russisch-Profi, ja. Deshalb gar kein Problem für mich. Wir spielen Russia Fishing 4. Also Russland Angeln 4 auf Deutsch, um genau zu sein. Das steht auch hier im Titel, ja. Hier, das heißt Russia, das heißt Fishing und da ist die 4. Da ist ein Bär, da ist ein Fisch. Wir sind im neuen Angelspiel. Und ich muss sagen, ich habe gerade mal ein bisschen reingeguckt, das hat einer von euch letzte Woche im Livestream, glaube ich, erwähnt gehabt, dass es das gibt. Und heute haben wir nur reingeguckt und ich muss sagen, es ist ziemlich geil und es bietet das, was Fishing Planet verspricht, Freunde. Und das werden wir uns jetzt angucken. Ist halt blöd, dass es nicht auf Englisch ist. Ich werde mich hier mal kurz einloggen. Ist ein bisschen aufwendig, sich durch das Tutorial dann irgendwie durchzuraten. Im Endeffekt, ich habe mir hinter Google Übersetzer App runtergeladen mit Screenshot-Funktion und haben dann so ein paar Sachen abfotografiert, wo ich nicht weiter wusste. Und ein bisschen haben wir uns dann da so durchgemogelt. Und es ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig komplex. Und es hat eine Menge Features. Und, Freunde, ja, vergesst Cardfishing, ne? Das ist der neue Stern am Angelhimmel. Das ist das Nonplusultra. So, wir sind jetzt hier am ersten See gespawnt. Es gibt eine Menge Seen. Wir haben uns das Inventar, was wir hier haben. Guck mal, wir haben schon ein paar Fische gefangen. Heißt hier sowas. Ich nehme an, alles ein Kaulbarsch. Das ist halt alles auf Russisch, ne? Butter, gar was das heißt. Das kenne ich auch, dass das ein Flussbarsch ist. Das könnte Döbel sein oder sowas. Rotauge, Rotfeder, was weiß ich. Hier, irgendein Giebel, Karausche, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir ein paar russische Fische gefangen. Hier oben sehen wir unser Geld. Es gibt auch hier eine Goldwährung, die allerdings richtig schweineteuer ist. Das muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht auch durch Fische verdient, indem man größere Fische fängt. Ich habe aktuell nur eine Stipproute, beziehungsweise habe ich auch eine Spinnroute. Dummerweise, ne, warte mal, erstmal eine Stipproute. Dummerweise habe ich mir direkt mit dem ersten Auswurf den ersten Fisch eingehandelt. Oder was auch immer, oder den Hänger, keine Ahnung, ich habe angeschlagen, der Fisch abgerissen. So. Heißt, ich habe jetzt kein Geld mehr für neue Köder oder für neuen Spinner. Denn Spinner und Vorfach, denn man muss hier, wenn man hier auf I drückt, da kommt man dann zu diesem Inventar, wo man seine Routen auswählen kann. Wenn ich jetzt die Spinner habe, ich brauche hier ein Vorfach. Ihr könnt es hier nicht lesen, weil es russisch ist. Aber hier muss ein Vorfach rein und da muss ein Spinner rein. Und das ist meine Spinnroute. Die habe ich, die Schnur habe ich, die Rolle habe ich alles gekauft. Aber was wir brauchen, ist jetzt noch ein Spinner, deshalb werden wir hier erstmal Fische verkaufen. Denn das können wir hier am See machen, Freunde. Ist das nicht geil? Guck mal, wir haben so einen Fischmarkt. Drücken wir E und dann können wir hier... ich weiß nicht, ob man auch irgendwo alle markieren kann, weil ich logischerweise nicht verstehe, was hier steht. Aber mit Steuerung und Markieren kann ich alle auf jeden Fall anklicken und dann mal 2,78 Dollar, die wir kriegen. Klicken wir auf Verkaufen und haben 5,50. Was jetzt reicht, um mir einen neuen Spinnköder zu kaufen. Deshalb gehen wir erstmal hier hin. Aber das ist noch nicht alles, Freunde. Es gibt hier so viel, ne? Denn, Freunde, was? Auf was wartet ihr bei Fishing Planet am meisten? Auf was wartet ihr am meisten? Es sind ja wohl die fucking Boote, oder? Es sind die fucking Boote und hier haben wir ein Boot stehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir können sogar fahren und da hinten sogar Routenhalter. Ich vermute, man kann sogar Schleppangeln machen und was weiß ich. Ich weiß wohl noch nicht wie. Das filmen wir noch in einer der nächsten 120 Folgen raus. Das Spiel ist so aufwendig. Man kann Würmer aus dem Boden buddeln, wenn man gar nichts merkt, glaube ich. Ich habe auch noch keinen Klappspaten gefunden. Weil hier stehen überall so Spaten rum, wobei hier nicht. Ne. Aber hier ist zum Beispiel der Bootsverleih. Hier kann man hingehen und sich, wenn es denn lädt, die Bootsverleihdinger kaufen, die Tickets für, hier sehen wir, für einen Tag, für zwei Tage, für drei Tage, für fünf Tage, die Zahlen zum Glück nicht auf Kyrillisch, die sehen wir auch hier richtig, hier sehen wir die Preise darunter, da können wir so lange die Boote nutzen. Hier haben wir einen Kiosk, ist das glaube ich, was wir benutzen können, um Alkohol zu kaufen, Vorsicht, hauptsächlich, und Brot, ne? Brot hier, Müsli-Riegel und ein paar Snacks und sowas hier, Thunfisch, oder Carbonis, was ist das hier? Keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall was zu essen, denn hier Knoblauch, Wurst, das Wichtige halt. Hier ein paar Softdrinks und dann kommen halt die Alkoholiker, ne? Das ist ein russisches Spiel, ne? Denn wir haben natürlich auch eine Hungeranzeige. Die wir hier unten links sehen. Oh, da gibt es keine Maus hier. Da mache ich eine Maus irgendwie hin? Ne, ne? Ne. Aber unten links sehen wir das. Das erste ist wahrscheinlich irgendwie so Energie. Das zweite ist meine Essensanzeige. Das dritte ist so ein Hufeisen, keine Ahnung. Und vierte ist wahrscheinlich Temperatur, unten links auch noch Level und die XP, 184 von 400, unten rechts. Was hat 71, 56, also weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung.
Die Uhrzeit sehen wir oben rechts, so Wetter, Wind und sowas. Und oben links sehen wir noch Q ist der Chat. F1 ist Hilfe, also hier Tastenbelegung. Alles klar. Und Escape ist nochmal Menü, wo wir dann auch über die ganzen anderen Maps kommen, die noch nicht freigeschaltet sind. 7. Level 7 muss man wahrscheinlich haben. Ja, dann hier Level 12. Guckt es euch an. Also es sieht schon auf dem Foto schon geil aus, ne? Hier ist das Tutorial übrigens. Wenn man mit dem Tutorial fertig ist, was noch nicht so schwer ist mit dem Durchklicken, dann kommt irgendwann so eine Meldung, wo steht, man muss den Escape-Taste drücken und irgendwas machen. Die Tasten siehst du immer, die du drücken musst, die erkennst du. Und du weißt nicht, was du machen musst. Dann einfach hier draufklicken und den See auswählen und dann dahin reisen. Da hang ich fest. Aber Beheim hat es irgendwann rausgefunden und dann sind wir hier hingekommen. So, Bankautomat gibt es hier. Wo wir, Achso, du kannst wahrscheinlich diese Credits hier kaufen für Gold. Genau, und das Gold kannst du halt auf der Internetseite kaufen für, ich glaube, 5 Gold kosten 5 Euro oder 6 Euro. Ist auf jeden Fall echt teuer. Echt teuer, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Ach, genau, hier kannst du eine Landkarte kaufen, quasi die Gewässerkarte, die wir hier haben. Die kann man hier kaufen mit den ganzen Tiefenangaben. Ist natürlich auch interessant, dass hier unten ist, glaube ich, gar nichts. Hier kann man sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, kann man sich umsonst vollstacken oder kostet das Geld? Weiß nicht, haben wir das bezahlt? Ich habe noch 55, auf jeden Fall haben wir uns voll gefressen. Aber wir könnten rein theoretisch auch unser Brot benutzen, was wir irgendwo haben. Ich weiß aber gar nicht mehr wo. Hier haben wir was zu trinken gehabt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch kein Brot mehr. Kann sein, dass ich kein Brot mehr habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich mal Brot, jetzt habe ich keins mehr, auch gut. Und hier ist der Angelshop. Freunde, wir kommen auch noch zum Angeln. Keine Panik, aber es gibt einfach so viel, ne? Erstmal die ganzen Routen hier. Ach, warte mal, wir gehen hier durch. Routen, Spinnrouten, Heavy-Spinnrouten, Casting-Routen, Polo-Routen, Stipp-Routen, ich weiß es nicht, alles auf Russisch. Man muss halt immer diese Überschrift übersetzen, aber mit Google-Übersetzer kein Problem. Hier Karpfenrouten, das hier, glaube ich, sieht so aus, ne, so länglich ein bisschen. Dann natürlich die ganzen Rollen, Spinnrollen, Baitcaster und auch dicke Multirollen. Sprich, es wird wahrscheinlich auch richtig dicke Fische geben. Dann haben wir noch die ganzen Schnüre hier, Fluo, Mono natürlich, was haben wir noch, geflochtene als Schnur und dann hier die ganzen Köder, ne? Spinner, Wobbler, Freunde. Es gibt auch Popper. Wo haben wir die denn hier? Habe ich schon gesehen. Hier. Alter, Popper gibt es. Jerkbaits haben wir am Start. Gummifische, Twister, hier. Die, wie heißen die mal hier? Tail-Dinger-Bums, ne? Keine Ahnung, wie die gerade heißen. Hier solche Wurmteile. Hier noch normale Gummiwürmer. Und dann hier Posen, Freunde. Es gibt ja auch hier mit Boblamp. Heißt, das ist so eine Knicklichtpose, ne? Denn du kannst hier Nachtangeln. Nachtangeln mit Knicklicht. Aber Freunde, nicht nur das. Nicht nur das, nein. Es gibt hier noch hier die ganzen Stipp-Posen. Hier haben wir Waggler haben wir am Start. Hier so eine dicke Pose und Spirulino. Es gibt Spirulino. Auch das, Freunde. Alles am Start. Aber nein, das ist noch nicht alles. Haken. Ihr könnt alle Haken kaufen. Gar kein Problem. Hier mit so einem Buschwanz. Mit so einem Buschwanz. Drillinge, Jigköpfe. Alles, was ihr wollt. Hier so ein Haken, ne? Happy Hook. Keine Ahnung, was das ist. Aber gib it. Gib it. Und jetzt kommt es. Grundangeln, Freunde. Das Grundangeln gibt es auch. Was wollt ihr denn noch mehr? Hier, Blei. Grundangeln. Hier, alle Blei hier, ne? Hier, so ein Blei, so ein Blei, so ein Blei. Was wollt ihr denn? Und hier, ne? Alles hier. Diese Bullet Sinkers hier. Ich glaube, die sind für die Spinnenköder. Die Bullet Bleie, die du da drauf machen kannst. Wenn du so mit Gummibomben machst, kannst du wahrscheinlich Carolina Rig machen oder so. Denn so eine Gummipelle gibt es auch. Hier, Freunde. Die Köder, Blutegel, Würmer. Ist gerade ausverkauft. Hier steht ausverkauft. Habe ich übersetzen lassen, ne? Würmer sind richtig teuer. Hier, die kosten halt ein Gold. Das ist echt gut. Also ich hoffe wirklich, dass man das Gold irgendwie anders verdienen kann. Das weiß ich aber noch nicht. Weil viele Köder kosten richtig viel Gold. Hier so eine dicke Made, die Bear Grylls quasi gegessen hat, ne? Ich weiß nicht, wovon ich die Folge gesehen hat, wo da saftig reinmacht und alles spritzt raus. Sollte ich auf jeden Fall angucken. Bear Grylls ist hier auch am Start. Hier Kartoffeldinger habe ich alles übersetzen lassen, ne? Ne? Ich bin ein Russenprofi hier. Kartoffel, Mais, Erbsen, Käse, Weizen und hier die ganzen Boilies. Ihr könnt Boilies benutzen. Ihr könnt hier Brot, Krümel oder was das hier ist benutzen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier, das sieht aus wie Algen. Ich weiß nicht, was das ist. Das hier ist Krabbenfleisch. Hier Muscheln. Das sind wahrscheinlich Lachseier. Und hier Garnelen, Muscheln, Salatblätter. Ihr könnt Salatblätter benutzen zum Angeln, Freunde. Was wollt ihr da noch mehr? Ne? Paradies. Die ganzen Käfer her. Guckt euch hier. Maikäfer. Ne? Edison hier und Heinz Rüdiger. Heinz Rüdiger kostet 2 Gold, was umgerechnet, ich glaube 2,50 Euro oder 3 Euro sind. Richtig teuer also, deshalb, ich hoffe, dass man kann es. Und das Ding ist halt, die Köderfische kosten alle Gold. Dumm. Ich weiß aber nicht, ob man vielleicht sogar die man fängt, selbst benutzen kann. Ich könnte es mir vorstellen bei dem Spiel, ehrlich gesagt, ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es aber nicht. Hier sind dann die Vorfächer, die wir noch haben. Und hier Futterkörbe. Es gibt Futterkörbe, Freunde.
hier so eine Futterrakete gibt es sogar. Dann haben wir hier natürlich das Futter, was wir dazu benötigen. Hier PVA-Beutel. Auch die gibt's. Und Kescher, Fernglaslampen. Und hier so eine Crystal-Dingsbums, so eine Perle. Aber irgendwo muss das auch noch. Oder irgendwie kann man da auch die Routen ablegen mit einem. Habe ich zumindest ein Video gesehen, dass man die auf so einen Rodpod legen kann oder auf einen Routenhalter. Ich weiß nicht, ob man den kaufen muss oder ob das irgendwie mit einer Taste geht, weil die Tastenbelegung muss ich nochmal vollkommen übersetzen lassen. Aber, Freunde, genug gelabert. Wir wollen jetzt mal was fangen. Wir kaufen uns den Köder hier wieder. Leute, den habe ich ja gerade nicht gehabt, ne? Ich habe gerade einen anderen gehabt. Ich habe gerade den hier gehabt. Aber der kostet 5,70. Okay, wir haben jetzt den kleinen gekauft. Und da kaufen wir uns noch hier das kleine Stahlfahrfach. Und rüsten erstmal aus. Und jetzt gehen wir auch noch angeln, Freunde. 2,50 haben wir am Start. Heißt, ich muss mal kurz meine Spinnrute ausrüsten. Wir werden erstmal mit der Pose versuchen, ein paar Fische zu fangen. So. Jetzt raus aufs Wasser. Grafisch, ich weiß nicht, ob man es vielleicht noch höher stellen könnte. Weil ich es halt nicht verstehe. Ne, ich glaube, das hier ist. Ne, warte mal. Hier ist, glaube ich, Grafik. Ne, das ist Tastenbelegung. Hier ist Grafik. Wobei, warum steht der das denn hier? Was heißt denn hier von übernehmen? Das hier wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, nimmt das hier nicht okay? Gopro. Hat er übernommen jetzt? Ja, hat er es übernommen. Sehr gut. So, Pflanzen auf Distanz sind so ein bisschen verwaschen. Aber sonst ist die Grafik gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Klar, gibt schönere Grafik. Aber auch hässlichere. Also muss schon sagen, also es ist. Ich habe keine Lizenz mehr. Und ich habe jetzt kein Geld für eine neue. Nein! Ist zu teuer. 3,50. Okay, wir müssen erst vom Ufer angeln. Boote gibt es dann erst in der nächsten Folge, Freunde. Aber wir können ja hier einfach rumrennen. Wir können ja einfach rumrennen, oder auch nicht. Aber wir können hier rumrennen. Kann ich hier nicht überall angeln? Ich muss doch hier irgendwo angeln können. Hier, guck mal, hier am Baum will ich angeln. Warte mal, von hier habe ich mit dem Boot auch geangelt. Nehmen wir mal die Stippe in der Hand. Das heißt übrigens ausrüsten. Ja, wenn ihr I drückt, dann auf die Route und dann unten rechts heißt ausrichten. Ich packe euch auf jeden Fall einen Link zum Download. Ist kostenlos übrigens. Ist kostenlos das Spiel. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Ist kostenlos. Könnt ihr einfach runterladen auf der Homepage. Und dann loszocken. Allerdings, wie gesagt, auf Russisch. Englisch gibt es noch nicht. Oder ich habe es nicht gefunden. Ich habe zumindest die Sprachoption gefunden in den Einstellungen, aber da ist nichts passiert. So, jetzt haben wir unsere Stachelschweinpose ausgeworfen. Ich kann noch mit Z, kann ich hier ranzoomen, falls ich die genauer beobachten will. Ja, jetzt muss ich auch erstmal warten, ob denn da auch ein Fisch vorbeikommen will. Das Blöde ist halt normalerweise, wenn man vor den Seerosen da geangelt. Da komme ich jetzt auch, glaube ich, nicht hin ohne Boot. Deshalb müssen wir das mal hier versuchen und beten, dass wir da trotzdem was fangen. Guck mal da. Da kommt er schon. Und dann ziehen wir direkt den ersten raus, was jetzt hier ein kleiner Flussbarsch ist. 11 Dingens bringen uns nur. Das hier heißt übrigens einpacken, das heißt freilassen, glaube ich. Auf jeden Fall, wenn wir den hier auf links klicken, dann nehmen wir den mit. Da unten rechts kommt eine Meldung, die ich nicht verstehe, aber ist mir auch egal. Aber wir haben den ersten Fisch gefangen, was ein Flussbarsch war. Und das, guck mal, da kommt direkt der nächste Biss. Der war ja richtig schnell hier. Ist er noch am Zuppeln. War wahrscheinlich direkt bei mir hinter der Cam, ne? Oh, jetzt haben wir ein dickes gefangen, glaube ich. Naja, aber dickeres. 7,50 direkt hier. Personal Bestleistung oder so. Keine Ahnung hier. Personal heißt das hier, ne? Der dickste Barsch hier im Land wahrscheinlich gefangen. Richtig nice. So. Also schon mal zwei Flussbarsche gefangen. Gucken wir doch, vielleicht so einen Kaulbarsch bekommen oder sowas. Keine Ahnung. Der Döbel hat auch gerade richtig gekämpft. Meine Güte hat er gekämpft. Und dann werden wir gleich mal versuchen, noch die Spinnausrüstung uns anzugucken und dann, wir haben doch so viel vor, na, das kriegen wir heute als gar nicht in die Folge rein. Aber zumindest so die Grundlagen haben wir jetzt mal gesehen. Und ich muss sagen, das Spiel, auch wenn es auf Russisch ist, macht das echt richtig Bock, ne? Weil es halt auch so viel Möglichkeiten gibt. Gerade auch wenn du mit dem Boot rumfahren kannst, du kannst dann mit dem Anker festmachen irgendwo. Kannst dann da an Orte halt angeln, die du sonst nicht erreichst vom Ufer aus hier, wie zum Beispiel das Seerosenfeld, was wir da links oben sehen. Also ist schon nicht verkehrt, das Spiel. Und vor allem dafür, dass es umsonst ist, kann man, glaube ich, auch mal das Russisch
in Kauf nehmen. Da steht auch dann mal links im Chat, wer da gerade was fängt. Guck mal hier, 3,6 Kilogramm. Alter. 3,6 Kilogramm. So einen bräuchten wir halt auch mal. Aber ich werde gleich hier mal mit der Spielroute was rausziehen, glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob ich vielleicht einen Hänger hatte oder so, ich, keine Ahnung. Wir haben mit der Spielroute geangelt, direkt abgerissen. Instant. Manchmal dauert es tatsächlich, dass die Fische hier beißen. Guck, jetzt kommt zum Beispiel erst einer. Und der zuppelt auch erstmal da nur so ein bisschen rum. Spielt so ein bisschen damit. Und man, den kriegst du jetzt auch nicht angeschlagen, ne? Jetzt, wer da abzieht, jetzt kriegen wir einen. Guck mal, das ist schon mal da. Oh, das ist ein richtig guter hier. 139 Rotauge. Keine Ahnung, wahrscheinlich hier wieder Personal Best. Der ist, glaube ich, richtig gut. 139 XP hat er gegeben. Also, glaube ich, das meiste, was ich jemals gefangen habe. Packen wir ein. Guck mal, fast Level 3. Fast Level 3. Das war ein richtig Kapitaler. Das heißt, wir können doch jetzt mal hier zur Spinnroute wechseln. Man hat hier nicht so einen Zielpegel. Was? Guck mal hier. Mausrad ist auf jeden Fall die Bremse. Ich mache die Bremse mal ein bisschen lockerer, ne? Sonst ist das Viech gleich wieder abgerissen. Aber auch, die Aktion schon hier ist schon cool. Und dann sehen wir auch hier, das, wir sehen das Vorfach vor allen Dingen und den Spinner da dran. Also, was willst du mehr, ne? Man hat natürlich dann auch hier 10 bis 30 Gramm, 1,80 Meter lang. Was haben wir noch für Infos hier über die Route? Über die Route haben wir da gar keine, ne? Ja, genau. Aber hier 3 Kilo Bremskraft bei der Rolle zum Beispiel, 3,1 Kilo Schnur. Heißt, die Schnur ist ein bisschen zu stark, aber ich habe die Bremse nicht ganz zu. 15 cm, 10 Kilo Tragkraft auf dem Vorfach. Und 7,5 cm, 10 Gramm, was in unserem Wurfbereich liegt. Köder. So, rüsten wir aus. Und jetzt sind wir hier schon bei Nacht. Wir können auf F übrigens eine Kopflampe anmachen, die jetzt hier im Wasser nicht so viel bringt. Aber wenn wir hier... Ah gut, ist eigentlich so ganz dunkel, ne? Aber ich werfe einfach mal. Mal gucken, wohin wir werfen. Patsch. Einfach direkt vors Ufer. 12 Meter wahrscheinlich. Bester Wurf. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie man hier erkennt, ob ein Biss hat oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Einfach mal einkurbeln. Wie man mit den Spinnen halt so angelt, ne? Ich weiß ja nicht, ob man die Spulgeschwindigkeit oder sowas ändern kann. Ich habe keinen Plan. Aber warte, man kann auch hier so Boostwurf machen. Oha, jetzt habe ich bestimmt einen Hänger. 14 Meter. Ich glaube, wenn man so ins Kraut wirft, dann könnte es schon vorkommen, dass man so einen Hänger hat. Boah, jetzt wird aber sehr dunkel, ne? Man kann aber die Zeit hier nicht vorspulen, da geht relativ zügig voran. Warte, ich mach mal. Ah, ich habe schon mein Licht an, Alter. Man sieht ja gar nichts mehr. Boah, es ist dunkel. Also, vorher kann ich sagen, ich sehe genauso viel wie ihr. Da haben wir so komische Würfe nach links, rechts, ne? Ich möchte jetzt mal wieder so einen Fisch hier dran kriegen mit dem Spinn-Dingsbums. Vielleicht schlafen die auch alle nachts, ne? Das kann natürlich auch sein. So, schön da mitten in den See rein, hör mal. Wenn ich ein Fisch wäre, ne? Ich wäre da. Man kann ich einfach absinken lassen. Man hat natürlich gar keine Anzeigen, ne, wie der Köder sich im Wasser verhält. Man kann eigentlich nur raten. Vielleicht gibt es auch eine Funktion zum Zeitvorspulen und ich weiß es halt nicht. Das muss man dann auch rausfinden. Echt, sie nur schwarz, ne? Auch auf dem OBS-Vorschaubild sehe ich nur schwarz. Gibt es nur eine Wettervorhersage? Alles klar. Machen wir hier eine kleine Night Session. Beim nächsten Video sehen wir dann wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr. Vielleicht fangen wir noch mal mit unserer Spinnausrüstung. Ich habe hier letztes Mal auch den Biss gehabt. Das war es vom Boot aus, aber trotzdem. In die Richtung.
Sehen wir eigentlich schon hier im Inventar, was unsere Fische wert sind? Oder müssen wir dazu erstmal zum Stand zurück? Das würde mich mal interessieren. Warte mal. Halbes Kilo haben wir hier gefangen. Aber was die wert sind, sehen wir hier nicht, ne? Ne. War das ja finsterste Nacht. Okay, also der Anschlag sitzt schon mal. Aber der Anschlag sitzt schon mal. Auch der Zaun von der Bremse, richtig cool. Aber wir müssten vielleicht mal einen Fisch dabei dran kriegen. Man kann übrigens auch Lagerfeuer machen, sich Tee kochen und sowas. Hinten ist ein Campingplatz, wo man sowas machen kann. Habe ich auch schon gesehen. Naja, ist ja dunkel. Ich geh mal. Da ist ja hinten vielleicht ein bisschen Licht. Zumindest an den Häusern hier ist Licht. Ich kann mal gucken, was der Fisch wert ist, den wir gerade gefangen haben. Weil die Sachen schon extrem teuer sind. Also wenn so eine Rute, die kostet schon mal 20, 30 oder die teuren auch 5, 6.000. Leute, jetzt hänge ich hier ernsthaft im Baum fest, oder was? Ist das deren Ernst? Eins 1,72. Boah. Das war ein neuer Rekord, ey. Zwei, drei Fische gefangen, $2,18 verdient, ey, hör mal. Ah, was auch immer das hier heißt. Personal Best schon wieder. Hier machen wir so eine Steak-Fishing-Tour. Oh, 14,5 Meter, neuer Rekord schon wieder. Ich glaube, schneller einkommen oder so kann man nicht. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Nur gefangen haben wir bis jetzt noch nichts. Also mit dem Spinner scheint nicht so erfolgreich zu sein. Wie habe ich denn am letzten Mal beim ersten Wurf direkt einen dran bekommen? Das ist doch wohl ein Witz. Hab gedacht, das geht hier mega simpel, zack. Aus den Spinnern da raus. So ein Barsch muss doch hier mal zu fangen sein, oder nicht? Vielleicht auch eine Führungsmethode hier mal versuchen, aber Spinne angelt man eigentlich nicht so, ne? Nicht, dass die auch anfangen wie bei Fishing Planet, wo die Spinne auch hier mit Stop and Go führen muss. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das machst du vielleicht hier, wenn du so einen Gummifisch da dran hast, aber doch nicht hier mit so einem Spinner. Nichts zu holen. Nix zu holen. Aber, Freunde, haben wir nicht genug Geld für ein Boot? Haben wir nicht mal genug Geld für ein Boot? Da können wir Schleppangeln machen. Das war nicht wie, warte mal. 4,68, das heißt, wir haben genug für ein Boot. Das heißt, wir machen hier erstmal Feierabend und sehen uns dann in der nächsten Folge, während ich die Lizenz hole und ich nutze die Zeit mal ein bisschen, um die Steuerung vielleicht zu übersetzen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder hell ist und wir ein Boot haben und mal auf den See raus können und gucken mal, was wir da aus dem Wasser ziehen. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück mit unserer Spinnroute, mit der Posenroute und gucken mal, was wir da fangen. Wir müssen ja erstmal leveln, bis wir ins nächste Gewässer können. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich werde es heute Abend übrigens auch live streamen. Wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Wir werden dieses geile Spiel hier live streamen. Und wie immer ab 18 Uhr dann. Heißt, wenn ihr Bock habt, bis heute Abend. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.